Die Frage ist, welche Form des Patriotismus kann in die multikulturelle und pluralistische Gesellschaft von heute und morgen hineinpassen? Ich unterscheide zwei hauptsächlich Typen von Patriotismus, mit denen können wir heute zu tun haben. Das heißt der etwas altmodische ethnische Patriotismus, der auf Geschichte und Stammung des Volkes basiert, und universelle Patriotismus, der besteht in Kultivieren verschiedenen universalen Tugenden. Meiner Meinung nach dieser universelle Patriotismus, der heutzutage am besten in Frankreich in Form der L'Ouverture républicaine und in der USA in Form des American Creed sichtbar ist. Dieser Universalpatriotismus ist meiner Meinung nach die einzige Chance, um kulturfremde Gruppen der Einwanderer in anhängliche Bürger zu verwandeln.